Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Goldbox von Azad. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Gold von Azad, das Ganze am 30. Oktober erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Deutschrap. Jawohl, es ist das 10. Soloalbum von Azad. Das Ganze kommt hier in einer schwarzen Box. Als erstes werden wir natürlich mal die Folie entfernen und dann schauen wir uns das Ganze im Detail an. So, einmal hier bei der Schweißnaht einstechen und dann können wir das hier wunderbar öffnen. So, also das ist sie, die Box. Die ist hier im Hochformat gestaltet. Wir haben hier eine schwarz-dunkelgraue Oberfläche und auf dieser haben wir dann hier einen goldenen Thron mit dem Boss, mit Azad hier, der in der Hocke darauf sitzt, mit zahlreichen goldenen Elementen. Also wir haben hier eine dicke goldene Uhr, eine goldene Halskette und einen goldenen Ring. Hier unten dann das BM von Boss Musik. Das ist ja auch so leicht geprägt, also man kann es hier auch spüren. Ansonsten schwarz-grau. Hier dann auf der Seite ein Verbraucherhinweis auf Englisch, also Parental Advisory Explicit Content. Dann der Goat-Schriftzug hier nochmal, ja, die Konturen, also etwas feiner hier. Dann das Azad-Logo, oben nochmal das Azad-Logo und auf der linken Seite auch wieder plus Goat-Schriftzug und den Verbraucherhinweis. Auf der Rückseite das Azad-Logo und der Goat-Schriftzug und dann haben wir unten die Beteiligten, die Logos der Labels und natürlich einen Barcode. Ja, das S am Ende des Barcodes, deswegen wurde es hier auch aufgeklebt, bezieht sich auf die Größe des Inhalts und zwar der Jacke. Normalerweise nehme ich ja so ziemlich alle meine Boxinhalte immer in der Größe M, aber in diesem Fall, nachdem diese Jacken immer recht großzügig und recht weit geschnitten sind, habe ich mal ein S riskiert. Bin gespannt, ob das hinhaut. So, wir haben hier einmal eine Bauchtasche. Dann haben wir die eben besagte Jacke. Dann gibt es hier Sticker. Ein, zwei Sticker mit dabei. Das Album an sich, Goat. Und ein Poster ist auch noch mit dabei. Jawohl. So, die Box von innen in weiß. Mehr ist hier nicht drin. Deswegen packen wir sie zu und legen sie mal zur Seite. So, Album und diese beiden Inhalte sind hier noch in Folie. Den Rest legen wir dabei mal nach links. So, also die Jacke. Auch nochmal zur Seite. Dann haben wir die Bauchtasche. Die kommt hier auch in Folie. Reißen wir auch mal auf hier. Hoppa. So, und dann kommen wir natürlich noch zum Album. So, auch dieses werden wir mal aus der Folie befreien. Wenn es gelingt. Na, so, aber jetzt. Und dann schauen wir uns das gute Stück mal an. So, das ist das Album, kommt hier in einem regulären Jewel Case. Das Cover ist ident mit dem, das wir auch auf der Box hatten. Ansonsten hier auf der Seite auch wieder in Schwarz, Gold und Weiß designt. Also weißes Azad-Logo, goldener Goat und Bossmusik-Schriftzug, beziehungsweise Bossmusik-Logo. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. Wir haben 15 Tracks an der Zahl und meines Wissens haben wir dann insgesamt 6 Features mit drauf. Wir haben Features von AK Außer Kontrolle, Arabi, der ist zweimal drauf, Faiz Mangat, Farid Bang und Ramo. Ja, das sind die Features. Dann auch hier wieder Beteiligte und Barcode. Das Album gibt es auch regulär, also nur das Album hier auf CD zu kaufen, nicht nur in der Box, sondern auch ohne Box. Wir kommen zum Booklet. Wie sieht das aus? So, also einmal hier Azad, auch wieder mit Schwarz-Gold.
Dann haben wir die einzelnen Tracks mit den Infos, wer daran beteiligt war, also wer gefeatured wurde und wer das Ganze produziert hat, plus die Dauer des Tracks. Weiter geht's. Ich sehe gerade, dass das ziemlich gelitten hat, das Booklet scheinbar. Also das hat hier heftige Cuts und irgendwie Falten drin. Okay, das ist natürlich nicht so schön. So, dann die weiteren Tracks. Der Goldschmuck, die Halskette von Azad, ein Porträt. Und dann haben wir hier die restlichen Tracks, die restlichen 5 Tracks und die Infos zum Album, die Credits. Ja, also die wichtigsten Infos haben wir hier im Booklet mit dabei. Dann kommen wir zur CD. Die sieht so aus, Gold, und auf der Rückseite das Ganze in Schwarz gehalten. Ja, kurz was zum Albumtitel, für die, denen das nicht so geläufig ist. GOAT ist ein Akronym, also ein englisches Akronym und heißt oder ist die Abkürzung für Greatest of All Time, also der Größte, der Beste aller Zeiten. So bezeichnet sich Azad hier. So, als nächstes geht es weiter mit dem nächsten Inhalt und zwar mit dieser Bauchtasche. So, die sieht so aus, in Schwarz gehalten auch wieder. Hier dann wieder der graue Schriftzug des Albumtitels und dann hier in Gelb das Logo des Künstlers. Jede Menge Reißverschlüsse. Wir haben hier einmal ein Fach, so ein quasi Geheimfach. Das sind die Anhänger, also der Reißverschluss hier mit so einer kleinen Kunststoffstange noch versehen. Dann haben wir hier einmal die vordere Tasche, die ist auch recht klein. Und dann das Hauptfach, also die größte Möglichkeit, Sachen zu verstauen, das ist diese hier. Hier ist dann auch noch einmal so ein Päckchen mit drin, plus ein Zettelchen. Was lesen wir hier? 30 Grad Merchandise. Und das Ganze ist, wo haben wir es hier? 100% Polyester und Made in China. Grüße gehen raus. So, das Ganze kommt hier dann natürlich auch mit einem Gurt, damit man das um die Schulter, um die Hüfte, um den Bauch, wo auch immer dran machen kann. Man hat hier dann auch noch so eine Plastikschnalle und das Ganze ist natürlich auch noch größenverstellbar. So, als nächstes haben wir dann 2 Sticker mit dabei. So sehen die aus. Einmal das Azad-Logo und einmal hier das Cover, ich glaube, es ist das Cover von der Single-Auskopplung zu Headshot. Das war, glaube ich, das Cover-Artwork zu dieser Single. Ja, also 2 Sticker. Was auffällt, dass die so matt sind. Also es wirkt tatsächlich wie so eine Papier- oder so eine raue Oberfläche. Es ist kein Hochglanzdruck, wie man es normalerweise bei diesen Stickern hat. Sie sind tatsächlich beide matt und eben quadratisch. So, dann haben wir ein Poster. Das sieht so aus. Hier unten wieder der goldene Schriftzug. Dann haben wir natürlich den goldenen Thron, auf dem hier der GOAT thront mit seinem goldenen Schmuck. Ansonsten hier, wie gesagt, alles recht düster, so schwarz und dunkelgrau gehalten. Das ist das Poster. Das Ganze ist im Hochformat und einseitig bedruckt, denn die Rückseite, wie wir sehen können, ist in Weiß gehalten. Und dann kommen wir zum letzten Boxinhalt. Und zwar ist das die angekündigte Jacke. So, das ist der Boxinhalt, den man in unterschiedlichen Größen wählen konnte. Ich glaube von S bis XL, wenn nicht sogar XXL, war da alles möglich. So, die Jacke hier, wie zu erwarten, auch in Schwarz. Dann hier im Brustbereich riesengroß der GOAT-Schriftzug, also hier die gelben Konturen. Ansonsten komplett in Schwarz gehalten, hier an den Ärmeln entsprechend gerafft. Die Unterseite ist auch nochmal hier mit 2 Bändeln ausgestattet, also man kann das hier nochmal enger machen um den Bund. Auf der Rückseite alles in Schwarz, hier gibt es keinen Print oder irgendwas. Und dann schauen wir nochmal, wie das Ganze hier aussieht, wenn man es aufmacht. Wir haben hier wieder einen Reißverschluss natürlich, der hier bis zum Ende durchgeht. Also es ist so eine recht dünne Jacke, wie so ein Windbreaker. Auch hier innen alles in Schwarz. Wir haben dann hier noch eine Schlaufe, um das Ganze aufzuhängen.
dann in diesem Fall das Etikett zur Größe, wie gesagt S. Und wir haben hier dann auch noch die Info, auch dieses Teil, ebenso wie die Bauchtasche von 30 Grad Merchandise. Und womit haben wir es hier zu tun? Auch wieder mit 100% Polyester, allerdings nicht made in China, sondern made in Turkey. Grüße gehen raus. Wir schauen uns das Ganze noch einmal kurz im Detail an, also wie diese Jacke, wie diese Goldjacke dann getragen aussieht. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also wir haben hier die schwarze Jacke, den schwarzen Windbreaker mit den gelben Buchstaben hier, mit dem gelben Schriftzug Gold quer über die Brust. So sieht das aus. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal die eben gezeigte Jacke hier, der Windbreaker. Dann haben wir das Poster, einseitig bedruckt im Hochformat. Die beiden Sticker, einmal, zweimal hier, jeweils quadratisch in dieser matten Optik. Die Bauchtasche mit dem Azad-Logo und dem Goat-Schriftzug. Und natürlich das Album an sich, Goat im regulären Jewelcase mit insgesamt 15 Tracks. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box, Goat von Azad. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Azad unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.